Yannick hat uns gefragt, wie geht eigentlich alkoholfrei? Ich bin Timo, das ist eine Minute Bier. Für viele ist ja alkoholfreies Bier kein richtiges Bier. Bei uns in Distelhausen schon. Wir fangen aber mal am Anfang an. Es gibt generell zwei Möglichkeiten, wie alkoholfreies Bier hergestellt werden kann. Bei der ersten Variante stoppt der Brauer die Gärung, bevor das Bier überhaupt zu Ende gegoren ist, bevor der Alkohol so richtig entstanden ist. Die Biere sind dann vergleichsweise süß im Geschmack, weil eben der Malzzucker noch drin ist. Wir in Distelhausen machen es anders. Bei uns wird das Bier ganz normal gebraut und vergoren. Anschließend bekommt das Bier die Zeit, die es braucht, um eben zu reifen, so dass das Bier sein ganzes Geschmackspotenzial entwickeln kann. Der Unterschied bei uns ist dann, dass wir eine Entalkoholisierungsanlage haben. In der Anlage wird der Alkohol verdampft, während aber die Aromastoffe und Inhaltsstoffe, die bleiben erhalten. Das Verfahren ist dann ziemlich aufwendig, aber wir sind einfach davon überzeugt, weil die Biere sind so wie alkoholhaltige Biere. Volles Aroma, herb, so wie es sein muss. Das war eine Minute Bier. Ich bin Distelhäuser.